Guten Morgen und willkommen zum vierten Türchen des General Möwe Adventskalenders in Kooperation mit Teslabs. Am Ende des Videos werdet ihr erfahren, was es heute zu gewinnen gibt. Die Gewinner der letzten Episode stehen immer unten in der Videobeschreibung drin, guckt also gerne dort rein und dort findet ihr auch die Teilnahmebedingungen, wie ihr genau hier mitmachen könnt. Denkt auf jeden Fall unbedingt daran, jeder, der vom 1. bis zum 23. Dezember bei Teslabs bestellt und den Code MARYMÖWE nutzt, hat die Chance, den großen Hauptpreis am 24.12. zu gewinnen. Deswegen jetzt mitmachen und viel Spaß beim neuen Video. Tesla hat ja bereits ein recht umfangreiches Menü, welches ihr als User im täglichen Betrieb nutzen könnt. Ihr habt unten dieses kleine Fahrzeugsymbol, da klickt ihr drauf und habt alle möglichen Tabs, die ihr ansteuern könnt, Einstellungen, die ihr machen könnt und diverse Dinge, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Es gibt aber ein geheimes Menü, welches die meisten von euch vielleicht gar nicht kennen, sondern welches eigentlich eher der Werkstatt vorbehalten ist, aber auch ihr kommt da rein. Und deswegen reden wir heute einmal über den Service Mode und ich zeige den euch einfach mal, ohne dass ihr euch der Gefahr aussetzen müsst, da bei euch was kaputt zu machen. Wenn ich sage kaputt machen, dann könnt ihr euch das ja schon denken. Der Service Mode von Tesla ist kein Spielzeug. Das ist nichts, wo ihr einfach mal reingeht, weil ihr denkt, oh Mann, jetzt habe ich mal Lust, mir den Service Mode genauer anzugucken. Sondern ihr solltet euch genau überlegen, was will ich da drin, was habe ich da drin verloren und soll ich es nicht vielleicht doch lieber sein lassen. Denn man kann im Service Mode eine ganze Menge kaputt machen und an dem Fahrzeug rumspielen, an Einstellungen, an denen man eigentlich nichts zu suchen hat. Und deswegen gehen wir heute trotzdem mal rein, damit ihr es nicht machen müsst. Und ich zeige euch einfach mal von oben bis unten, was man sich dort alles anzeigen lassen kann. Denn es ist wirklich eine ganze Menge an Kram, den ihr da sehen könnt. Um in das Service-Menü zu kommen, geht ihr hier unten einmal auf dieses Fahrzeug. Klickt dann nicht auf Service, wie es eigentlich wahrscheinlich hätte sinnvoll sein können, sondern auf Software. Und haltet beim Model Y einmal gedrückt. Ein paar Sekunden, ihr lasst los. Und jetzt gibt es hier die Anforderung, einen Zugriffscode einzugeben. Hier gebt ihr jetzt einfach ein Service, alles klein geschrieben, drückt OK. Und nun kommt eine Warnung. Service-Modus sollte nur von Servicepersonal zur Wartung oder Reparatur eines stehenden Fahrzeugs verwendet werden. Möchten Sie wirklich den Service-Mode aktivieren? Ja, natürlich. Und nun seht ihr, wir sind im Service-Mode. Der Monitor ist rot umrandet. Ihr seht hier unten die VIN-Nummer. Und dass ein Speedlimit auch besteht und jetzt seid ihr im Prinzip hier drin und könnt jetzt hier mal so ein bisschen durchschauen. Fangen wir mal hier mit dem ersten Bild an. Wir sind in der Vehicle Info, also in der Information über euer Auto. Hier ist die VIN drin, hier ist der Kilometerstand drin in Meilen und in Kilometern. Was für eine Autopilot-Hardware ist aktuell hier installiert? Was für eine Infotainment-Hardware haben wir? Ich habe zum Beispiel den AMD Ryzen Prozessor. Und welche Firmware ist hier aktuell drauf? Dann könnt ihr hier, seht ihr ganz viele verschiedene Modi, da könnt ihr euch dann einfach munter durchklicken und ich würde sagen, wir fangen einfach mal von vorne an und gehen mal auf Driver Assist. Haben wir hier Cameras. Hier sehen wir jetzt eine Anzeige aller Fahrzeugkameras. Wir sehen hier zum Beispiel die Pitches, das heißt, inwieweit sind die Linsen aktuell verstellt, um wie viel Grad sind die verstellt, wo sitzen die Kameras, sind die aktiv oder nicht. Wir sehen hier, Power is on, Status ist nominal. Das heißt, wir können uns hier einfach mal anschauen, zum Beispiel, welche Kameras haben wir und in welchem Pitch sind diese versetzt. Natürlich fummeln wir da dran nicht rum. Das sind einfach Sachen, da haben wir nichts verloren. Damit kennen wir uns am Ende auch nicht aus. Ansonsten kann man hier noch ein paar Kamera Preview gucken. Man kann die kalibrieren und sowas. Aber das ist, wie gesagt, Zeug, da lasse ich natürlich auch die Finger von. Im nächsten Tab hier unten ist das Infotainment. Gehen wir einmal auf Connectivity. Hier sehen wir jetzt einmal den Konnektivitätsstatus des Fahrzeugs. Wir haben einmal Wi-Fi, habe ich aktuell nicht verbunden, weil ich normalerweise mein Handy führe. Hier Wi-Fi ist jetzt aktuell enabled, also wir könnten jetzt WLAN nutzen, aber wir sind halt disconnected. Wir haben momentan keine Verbindung. Die Antenne, seht ihr, sitzt hier oben beim Lenkrad in der Höhe. Dann haben wir hier einmal Cellular, das heißt wir haben einen Online-Cell, wir sind connected, wir haben eine registrierte Datenverbindung. Und eine Roaming-Verbindung besteht ebenfalls. Die Primärantenne läuft auch soweit normal, alles in Ordnung. Man sieht auch hier das Modem, wir haben eine eSIM installiert und sehen hier auch im Prinzip, okay, wir können hier alles erkennen. Man könnte jetzt hier einen Test fürs Modem laufen lassen, man könnte einen Test für die LTE-Antennen laufen lassen. Aber genau alles diese Tests sind halt was, das macht halt nur Servicepersonal. Da fummel ich jetzt auch nicht dran rum.
Dann haben wir hier einmal den High Voltage Modus. Gehen wir mal auf Charging. Im High Voltage Modus finden wir hier einmal, aktuell stehe ich am Supercharger, die Spannung, die aktuell hier gerade reingeprügelt wird. Wir laden momentan mit 376 Volt DC, 208 Ampere entspricht das. Und es geht hier gerade in den Charging Port rein. Wir haben hier die Temperaturen vom Charging Port, AC-Pin und DC-Pin Temperaturen. Wir haben die aktuelle Batterietemperatur, die lag maximal bei 51 Grad Celsius und minimal bei 45 Grad. Ist die perfekte Ladetemperatur hier für eine LFP-Batterie, die ich die habe. Also da kann man dann sich die Temperaturen anzeigen lassen. Das HV-System, also das Hochvolt-System, können wir uns hier auch anschauen. Wie sieht es genau aus? Was ist hier aktuell am Arbeiten? Was ist hier aktuell online und funktioniert? State of Charge haben wir hier aktuell 70,2%. Wir können uns die HV-Batterie einmal anschauen. Dort sehen wir im Prinzip eigentlich nur so nochmal eine grafische Darstellung, wie voll ist der Akku jetzt momentan. Also das ist eigentlich nur dafür da, nochmal das bisschen zu sehen. Und wir haben hier noch einmal HVIL. Keine Ahnung, was das ist, sage ich euch ganz ehrlich, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Ich denke mal, das hat irgendwas mit einem Stromkreislauf zu tun. So sieht es für mich jedenfalls jetzt aus. Aber ist eine nette schematische Darstellung, aber bringt am Ende nichts, wenn man keine Ahnung hat, was es ist. Deswegen Finger weg und raus da. Ihr seht, hier ist jetzt nichts mehr. Jetzt gehen wir einmal hier drauf. Low Voltage Power Distribution. Low Voltage ist im Prinzip die Niederspannungsbatterie. Die hat hier 15,53 Volt, seht ihr gerade, State of Charge. Die Low Volt Batterie ist auf 79% geladen. Das heißt, die ist gar nicht mal voll geladen, sondern halt wirklich nur auf 79%. Und ihr könnt dann hier genau die Spannung sehen, wie aktuell der Output ist, der Input ist und sowas. Das könnt ihr euch hier anzeigen lassen. Homelink wäre jetzt die Verbindung mit einer Garage. Da ich keine habe, ist es egal, brauche ich nicht. Dann haben wir hier einmal Thermal. Dort können wir einfach mal die Actions gucken. Hier sehen wir jetzt im Prinzip alles, was mit der Klimatisierung zu tun hat. Hier könnte man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hier etwas reinfüllen möchte, Kühlmittel oder sowas, dies dann hier machen. Refrigerant System, da sehen wir jetzt im Prinzip unser Kühlsystem des Fahrzeugs, ist jetzt aktuell ausgeschaltet im Service-Modus. Hier würden wir jetzt sehen, wie viel Druck auf den jeweiligen Bereichen herrscht, welche Ventile offen sind, wie der Kompressor arbeitet, wie die Temperaturen der Liquide sind und sowas. Das können wir uns alles hier anzeigen lassen. Wir haben immer das Coolant System. Dort sehen wir jetzt im Prinzip dieses ganz normale Kältesystem. In welcher Geschwindigkeit läuft aktuell vorne der Radiator? Wo geht es hier lang? Wo geht das Kältemittel lang? Wir haben hier der Autopilot in der Batterie. Wie wird die Batterie geladen? Die HV-Batterie? Wie wird die gekühlt? Also wir können uns hier wirklich diese ganzen Pumpsysteme und sowas alles anschauen. Ist mal ganz interessant, sich durchzuklicken, aber auch hier für den Laien natürlich jetzt nicht sonderlich wichtig. Und hier im HVAC haben wir noch einmal die Anzeige der aktuellen Lüfterpositionen. Hier sehen wir auch die Lüfterklappen zum Beispiel. In welcher Klappenstellung sind die jetzt aktuell? Der Radiator läuft jetzt aktuell nicht, weil das, wie gesagt, ihr seht es auch hier unten, ist ausgekraut. Die Lüftung ist aktuell ausgeschaltet. Hier würden wir jetzt aber theoretisch sehen, wenn sie läuft. Wir sehen die Ausgangstemperatur in den jeweiligen Ports. Ist natürlich alles überwacht. Auch sehr, sehr cool, dass es halt überall auch eine Überwachung dahingehend gibt. Dann haben wir hier noch das Chassis. Da können wir jetzt aktuell unsere Neigung des Lenkrads sehen. Also wenn wir jetzt einfach mal hier so ein kleines bisschen drehen, dann seht ihr schon, da wird das im Prinzip auch verändert. Wir haben jetzt aktuell 51 Grad, ist jetzt momentan gedreht. Wir können uns hier anzeigen lassen, die Lenkmotoren im Prinzip, wie jetzt da, der Lenker hat ja auch verschiedene Motoren, um die zu verstellen und sowas. Da können wir uns genau die Position anzeigen lassen und sowas, das auch kalibrieren etc. Hier haben wir die Funktionen des Lenkrads, welche aktiv sind, welche wie gerade nochmal schematisch dargestellt sind. Und hier haben wir einmal das Bremssystem. Dort können wir uns dann theoretisch auch den Zylinderdruck und sowas alles anzeigen lassen der Bremse. Also diese ganzen Einstellungen, was Bremse betrifft, seht ihr noch hier in diesem Modus. Windows ist im Prinzip eigentlich nur nochmal so ein paar Einstellungen. Man kann die Windows, also die Fenster hier theoretisch nochmal kalibrieren auch, wie man das halt mit ganz vielen Sachen machen kann. Das ist alles hier angezeigt, ist auch nur diese eine Einstellung. Und dann haben wir noch einmal Safety, die Airbags. Da sieht man dann genau, wo haben wir welche Airbags verbaut. Und wir haben einmal bei den Seats nochmal die Option, wo haben wir im Prinzip unsere Gurtschlösser, wo sind die elektronisch verbunden und sowas. Das können wir uns alles hier anschauen.
Um den Service-Modus wieder zu verlassen, halten wir einfach hier unten gedrückt und sind wieder raus. Es ist nicht wirklich so, dass ich oft im Service-Modus unterwegs bin. Hin und wieder schaue ich mal rein, um mir anzeigen zu lassen, wie warm oder kalt meine Batterie ist, um mal so ein bisschen zu schauen, hat diese ganze Vorklimatisierung, Vorkonditionierung des Akkus jetzt auch wirklich was gebracht oder hat es vielleicht gar nichts gebracht. Das lasse ich mir mal ganz gerne anzeigen. Aber ihr habt es schon gesehen, ihr könnt extrem viele Einstellungen machen. Ihr könnt aber auch extrem viel falsch machen. Ihr müsst dann nur ein paar falsche Klicks machen, irgendwas falsch konfigurieren und zack sitzt ihr da und habt die ganze Kiste verstellt und könnt einen Servicetermin einberufen bei Tesla, die euch das dann wieder reparieren. Deswegen, wenn ihr im Service-Mode seid, vorsichtig, nichts anklicken, wo ihr keine Ahnung von habt, anzeigen lassen ja, anklicken eher nein, aber ihr seht, es ist wirklich ein sehr, sehr tiefes System. Ich finde es gut, dass es so schön schematisch dargestellt ist. Ihr könnt euch viele Dinge anzeigen lassen, was eigentlich ganz witzig ist, sich das mal so reinzuziehen, wie es da aussieht. Aber wie gesagt, es ist nichts, um da drin rumzuspielen. Deswegen Leute, Finger weg vom Service Mode, wenn ihr da drin nichts verloren habt. Und um euch aber etwas zu geben, wo ihr die Finger dranlegen könnt, jetzt zum heutigen Gewinnspiel. Denn wir sind ja hier im Adventskalender und viele von euch sind auch dafür da. Deswegen jetzt einmal dranbleiben und dann seht ihr, was es heute zu gewinnen gibt. Viel Spaß! Heute gibt es etwas zum Schutz eures Tesla zu gewinnen. Und zwar verlosen wir heute dreimal dieses hochwertige Display-Schutzglas, welches ihr für das Model 3 oder Model Y bekommt. Das ist in matt. Ihr könnt das relativ einfach anbringen. Wir haben hier hinten eine Anleitung draufstehen, wo sogar alles draufsteht. Das heißt, ihr reinigt einmal mit dem mitgelieferten Alkoholtuch das Display, dann macht ihr die Folie ab, klebt sie drauf, macht noch ein bisschen die Bläschen raus und dann habt ihr den perfekten Schutz, um euren Display wirklich vor Kratzern oder irgendwelchen Beschädigungen oder sowas zu schützen. Außerdem hilft das Glas natürlich auch davor, dass ihr diese ganzen lästigen Fingerprints, also diese ganzen Fingerabdrücke und Schmierereien und sowas nicht mehr auf dem Monitor habt. Dafür ist das hier ideal. Deswegen, wer darauf Bock hat und sagt, ich würde meinen Monitor sowieso ganz gerne schützen, habe keine Lust, den dauernd zu reinigen und würde den gerne mit so einem leichten matten Touch haben, der ist mit diesem Produkt hier auf jeden Fall sehr, sehr gut bedient. Ihr könnt das Display-Schutzglas natürlich auch bestellen, gibt es bei Testlabs. Wenn ihr den Code MARYMÖWE nutzt, bekommt ihr 5% Rabatt und nehmt automatisch an der Verlosung zum Hauptgewinn am 24.12. teil. Alle Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels unten in der Videobeschreibung verlinkt für euch. Deswegen jetzt einen Kommentar schreiben, wenn ihr Lust habt, das hier zu gewinnen. Die Verlosung wird stattfinden auf YouTube und auf Instagram. Das heißt, wir verlosen zwei Sets hier einmal auf YouTube und eins davon auf Instagram. Ihr könnt überall mitmachen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Der Gewinner wird morgen im Video in der Videobeschreibung bekannt gegeben.